Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Wie der ein oder andere vielleicht schon gelesen hat, zocken wir Max Payne 3. Ein wunderbares Spiel aus dem Hause Rockstar. Wir starten durch mit dem Intro, wollte ich sagen. Aber anscheinend muss ich jetzt die Helligkeit anpassen. Ich mache das mal ein bisschen heller, damit man bei YouTube auch noch was erkennen kann. So, jetzt versuche ich mal die Klappe zu halten. This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on, get on with my life. Yes, absolutely. Said it was a long time ago. Let it go, seriously. Definitely more my style than Panama, or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right, it wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited, really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly ain't New Jersey. It's my new life. Just like you said. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Ja, und damit nochmal willkommen zu Max Payne 3. Ja, das Intro zieht ein bisschen runter, um ehrlich zu sein. Na gut, der Max ist auch nicht gut drauf. Wie wir gesehen haben, Frau und Tochter kaltblütig ermordet. Wer das nicht gesehen haben sollte, sollte sich dringend die ersten beiden Teile irgendwie zulegen und spielen. Kann ich nur dringend empfehlen. Ja, ich drücke hier hoch und runter, damit sich irgendwas bewegt. Ich werde mal, wie auch nicht anders zu erwarten, Story nehmen. Ein neues Spiel. Was haben wir hier? Leicht erhöhte Gesundheit und Bullet Time brauchen wir sowieso nicht. Ausgeglichene Gesundheit und Bullet Time Belohnungen bietet eine angemessene Herausforderung. Ja, und schwer. Oh, geringe Gesundheit. Nein, das ist
Es soll ein Let's Play werden und kein Let's Fail. Leichte Zielhilfe, das Fadenkreuz leicht auf Feinde. Zielhilfe ist deaktiviert. Ich würde sagen, die leichte Zielhilfe muss drin sein. Invertieren, ja. Wie rum ist denn uninvertiert? Ja, aus. Normal. Ja, und damit geht's los, würde ich sagen. Der arme Kerl. Er ernährt sich immer noch von Whisky und Painkillers. Painkillern? Painkillers. So I guess I become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about America. Dem scheint's nicht mehr so gut zu gehen. Capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Oh. Schnieke, Kapitel 1. Irgendwas ist da faul. Sao Paulo, Brasilien, 20:15 Uhr, Donnerstag. I arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seem to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Old school. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know. Something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Rodrigo? That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious though. Oh, Max war auch mal ein Cop. Anti-gang sort of thing. I can't remember his name. Who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Look at Marcel. Schwanzimplanter. Still dances like a fool. Wie soll das denn funktionieren, bitte? Das würde ich ja gerne mal wissen. It's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Bronco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. Hübsch, yeah. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a sie good time guy. Erstmal alle. Your idea of a good ich musste gerade mal eben hier meinen Kopfhörer richtig organisieren. So, fertig. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know. But I could imagine the types.
people who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Oh, Partybanger! Die Party ist vorbei, würde ich sagen. Oder sie geht jetzt erst richtig los, wie man es betrachtet. Things have gone from fine to fucked up in about a second. Na toll. Two idiots at the wheel. Clear. Got this floor? Sure. Look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. Protect the girl. Oh! I hoped I hadn't lost my edge. Was ist das? Drücke R, aktiviere Bullet Time auf dem rechten Stick. Zielen und auf die Nase. Oh, noch mehr Informationen. L nach vorne und RB, der Shoot Dodge, der Max Payne Ultra Move. Oh, ich glaube, nein. Euch. Oh, was habe ich gemacht? Oh, Moment, eben auf die Steuerung kurz einmal klarkommen. Alles klar. Ah, okay, die. Oh. Die leichte Zielhilfe erinnert mich sehr, sehr stark. Warum steht er wieder auf? So, also, was ich sagen wollte, die leichte Zielhilfe erinnert mich an Red Dead Redemption. Nur ich habe das Gefühl, hier ist sie noch ein bisschen intensiver, also... So, was ist hier los? Sanft die Tür geöffnet. Oh, ich wollte da drüber springen. It might have been stupidity, drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Der Max. Muss einfach Frauen in Not helfen. Aber ist ja wohl Ehrensache. Boots! So, das war doch mal was. Skillig vom Dach gerutscht. Tequila, was? Nice work. Besaufen die sich jetzt? Hey, you need a hand? No, you. Where the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go find him. Está tudo sob controle agora. Fica tranquilo. Tja, das kann ich jetzt leider nicht übersetzen, so spontan. I imagine the elevator door is opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Oh. Da war keiner mehr. Where is he? Oh, Informationen. Drücke in der Nähe eines Objekts X. Geh in Deckung. Ja, für alle, die es noch nicht gemerkt haben, wir spielen das Spiel auf der Xbox 360. Daran denke ich jetzt nicht wegen dem X. Also auch wegen dem X. Ist auch egal. Drücke X und verlasse die Deckung. Ich will die Deckung nicht verlassen. Da stehen Männer mit Pistolen. Noch viel schlimmer, Socken auf dem Kopf. Wiedersehen. So, jetzt kann ich die Deckung verlassen. I done them enough favors. I didn't need to give them more of a head start. Was ist jetzt passiert? Bullet Cam, erledige mit RT den letzten Feind. Verlangsame die Bullet Cam, halte A gedrückt. Das tue ich. Slow Motion! Ins Gesicht! Oh, ich konnte nicht mehr lenken. Schieß weiter, drücke RT. Yeah! Ja, oh, in den Mund! Hier, friss die Kugeln! Yeah! Oh. So.
Ein paar wollte er nicht runterschlucken, die haben wir dann direkt in den Magentrakt initiiert. So, jetzt laufen wir noch einmal im Kreis, um den Feind zu verwirren. Ich hinterlasse Fußspuren. Ist das Blut oder Dreck? Hm. Muss Dreck sein. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Alles klar. Hinterher. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive. Almost as much as I did. Drücke Steuerkreuz nach oben, nimm Schmerzmittel und stelle einen Teil deiner Gesundheit wieder her. Tabletten! Ja, was, was? Ich glaube, der beleidigt mich. Alter, habe ich mich erschrocken. Du Sau. Und er kriegt sie. Zeitlupe. Boah, skillig. Yeah. Bitte sehr. Langsamer Hechtsprung. 8 Sekunden Shoot Dodge aufgezeichnet. Yeah. Nee, richte den Knopf. Interagiere. Oh ja. Ich interagiere. Wow. Was für eine Interaktion. Alles klar, jetzt mischen wir die Jungs auf. Ah, hier ist eine Ecke. Da ist doch bestimmt keiner. Suche nach Hinweisen. Sie verschaffen dir Einblicke in deine Situation. Bild untersuchen. Ach, da lag ein Bild? Oh, habe ich nicht gesehen. Hier wird doch geballert irgendwo. Shoot, Dodge. Oh. Die beleidigen mich die ganze Zeit. Das ist einfach nicht nett. Bora Bora, schon. Die Bora Bora hat mir die Zunge rausgestreckt. Oh, jetzt Reifen! Oh, wie cool! Zack! Das hat er davon. Und hinterm Balken verschwunden. Das Auto wackelt ein bisschen. Ich komme! Ah, oh, was ist mit ihm denn los, ey? Wow! Oh, schön. Schöner Treffer. Wie es aussieht. You're okay. You're okay. Yeah. Come on, get up. Come on, get up. Okay. Come with me. Just come. It's okay. Just stay right here. Hey, vocês aí? Que porra? Ja, klar. A justiça local. Que porra você acha que é falando com meus homens assim? Você acha que tem o direito de matar as pessoas a sangue frio, Becker? Cala. Das wollte ich auch sagen. Continua dando multas. Não põe o nariz onde não é chamado. Vamos. Vámonos. Das habe ich verstanden. Warum hat er so bös geguckt? Fuck. You did good, Max. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police, not UFE, but normal cops. I don't know about this stuff, politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home and then I'll get you home too. Come on. Na, erstmal aufräumen. Marcello, he said, well, Marcello. Home, it was time for some R&R, the only way I knew how. Na, ja, die guten alten Painkiller und der Whisky.
bisschen wie Dr. House, oder? Scheiße. And with that, I guess I was ready for bed. Na super. Pillen, Whisky, Kotzen und ins Bett. Klingt nach einem Freitagabend in der Großstadt. Kapitel 2, nur das zweitbeste. Am darauffolgenden Dienstag, 23.33 Uhr. A couple of days later, it was back to work. Ferrying the boss's broad and his dipshit of a brother out for the night so they could recover from their brush with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you! Sorry, what was that? Oh, I was saying we get into a lot of scrapes, man. Well, we're still ja, here. Klar, er macht richtig was durch. Seht ihr, wie schlecht es ihm geht? Schon ein bisschen komisch, der Kerl. Very funny. Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Spend even more time doing something useful. You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. What did you hear, Faba? More bodies turned up where people went missing. But it's horrifying. Did someone say Buzz Q? Hey. I'm just kidding, but it is a cool town, man. Hey, here we are. Tja, Hauptsache mit dem Heli zur Disco fliegen und dann, oh, meine Haare. Chill place to hang, you know? Do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard. Like a whore during Fleechy Weeky, as my roommate used to say. You like that, Max? That's pretty funny. Da wird's immer lauter. Jetzt geht's wohl ab in den Club. Ich glaube nicht, dass sie ihm zuhört. Anastasia? Boah, mein Kopfhörer sprengt mir die Ohren. Oh Mann, ich hoffe, das ist nachher in der Aufnahme nicht so laut. Dann müsst ihr ein bisschen leiser drehen. Weg mit ihm. Hat einfach Max angerempelt. Das sieht schon ganz cool aus, ja? Ah, das muss der VIP-Bereich sein. Wie nicht mal in Deutschland.
This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Fucking monkey from a fucking slum. He acts cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What are you fucking doing, man? About what? What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub, listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Yeah? Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit. People. Fuck them. People get me wrong. I think I love a wrong woman. Oh, excuse me. Fabio! Fabio! Ah, my nigga, how are you? Ah, ja klar. Thank God he had left. A minute more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. Das war ja irgendwie klar, dass jetzt irgendwie fiese Typen auftauchen. Ich weiß gar nicht, wann ich den Part hier beenden soll. Die Freaks ballern erstmal in der Disco rum. Können ja wenigstens im Rhythmus schießen. Boah, was ist jetzt los? Was geht jetzt ab? Scheiße! Boah! Yeah! Ihr kriegt sie alle von mir! Da oben ist noch einer! Boah! Boah, krass! Haha, ui. Ich schieß nochmal. Yay. Zack. Disco gesäubert. Coming, but that was no surprise. It's hard to keep your eye on the ball through the bottom of a glass. I just hoped I could get to Fabian. Cool, ja. Liegen hier noch Sachen? Tangas oder so? Keine Ahnung, was das. I knew if I didn't get to the girls soon, okay. Leaving this place with either a price on their heads or a tag on their toes. Was habe ich jetzt eigentlich, eine Pistole? Lag da gerade eine Uzi? Was ist das für ein gammeliger Revolver? Das will ich haben. Da ist die Uzi. Yeah. Alles klar, weiter geht's. The doors had been chained shut. I didn't need my Portuguese for beginners phrase book to work Portuguesisch. Out what was going on. The guy making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. And sure enough, a few seconds later, I had some company on the dance floor. Way out through the VIP lounge. Rich fools love a private exit. Alles klar, nachgeladen. Ja, der Max hat immer die ganze Zeit seine Off-Stimme an hier. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil ich nicht immer unbedingt dazwischen quatschen will. Was ich aber will, ist Claudios Leiche untersuchen. His name was Claudio. I found out later he was a was sich irgendwie falsch anhört. The Galatians, some nearly superstar just back from Europe. The usual. Scored goals, scored girls. The only box he'd be getting into now is the one he'd be leaving in. Tja, der Fußball. War der schon tot oder haben wir den jetzt erledigt? Huch, ich hoffe, das waren nicht wir. Ich weiß ja nicht, ob es schlau ist mit so wenig Munition in den... Ach so, er wechselt die Waffe automatisch. Okay, da hinten ist Panzerglas. Ich lade mal lieber nach. Da geht's nämlich schon wieder los. Klatsch! Ein präziser Schuss durch den Hypothalamus. Keine Ahnung. Yeah! Boah, ganz viel Uzi-Munition. Wie kann ich die Waffe wechseln? Was haben wir noch? Okay, auf dem linken Button. Oh, ne, Doppel-Uzi kann ich noch nicht handeln, ne? So viel Munition habe ich gar nicht. Hey,
Sao Paulo's favorite bodyguard. How's it going, bro? It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. What? Jesus, Max. Hey, I'm on my way. No, no, no. Stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Klar kümmert sich Max um die Mädchen. Get up, get up. You can't stay here. I need you to lock this door behind. Get everybody else out of here. Ach, das war doch unnötig, Mann. Können doch alle Freunde sein. Sollte mal vielleicht Pillen einwerfen wieder zwischendurch. Was war das denn hier vorne? Seid ihr tot? Ihr seid tot. Oi. Das wisst ihr garantiert selbst. Was ist mit denen denn los? Oh, der DJ rastet aus. Hier ballert der DJ nicht nur mit den Beats, würde ich sagen. Aber was für ein DJ ist er denn, ey? Oh, was ist das denn? Teil des goldenen Revolvers. Y. Yeah. Wer war er denn, ey? DJ Sturmhaube an den Turns. Ich wollte doch gerade sagen, ich höre doch hier zwischen der Musik irgendwelche Leute. Arm dran, 25 Armtreffer. Da war doch was, da war doch was. So. Er sah so unterernährt aus. Da musste ich mal ein paar Mal in den Bauch schießen. So, gibt's hier noch was? Irgendwas zu looten? Toll, ich habe bestimmt schon irgendwas vergessen. Weil ich nicht überall reingelunzt hab. Reingelunzt. Lunzt. Ist egal. Ich muss mal die Waffe wieder wechseln. Wie ging das? Ja. Ach so, ich habe nur noch Uzis. Scheiße. Lag hier irgendwo eine Knarre rum? Entschuldigung, dass ich jetzt hier so doof rumlaufe, aber... Die haben wenigstens ein bisschen Munition. Und Munition ist immer gut. Oh, was für ein schönes Bild. Was ist das denn hier? Dual-Toiletten? Ist das so üblich in Discos? Dass die alle auf dasselbe Scheißhaus gehen? Naja... Ja, cool, cool. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier erstmal den ersten Part. War doch eine ganz angenehme Sache. Ich würde sagen, ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.